Corigliano d'Otranto ist eine der 12 Gemeinden der Grigia Salentina. Das sind insgesamt 9 übergebliebene Gemeinden mit eigener Sprache, eben dem Greco, einem Mix aus altgriechischem und salentinischem Dialekt und Traditionen. Die städtische, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der kleinen salentinischen Gemeinde hat römische Ursprünge, wurde aber auch von der byzantinischen Kultur der griechischen München beeinflusst. Corigliano wurde ursprünglich Corion genannt, gerade weil es in der mittelalterlichen Zeit ein altes byzantinisches Dorf war. Laut einer anderen Auslegung stamme der Name Corigliano aus dem Begriff Cuore, das heißt Herz, das auch auf dem Stadtwappen steht. Die Altstadt von Corigliano scheint eine Art Basel zu sein, denn sie hat eine Vielzahl von kleinen Gassen, die sich von der Stadtfestung auftun und sich durch den gesamten Stadtkern zieht. Sie scheinen heute wie ein Fenster in die Vergangenheit und sind zwischen bescheidene Bauernhäuser eingebettet. Die Einfachheit der alten bäuerlichen Häuser des historischen Zentrums vermischt sich mit der Großartigkeit und der Originalität der Portale der Adelssitze im Hintergrund. Daher zählt Corigliano d'Otranto zu den Borghi Authentici. Das ist eine italienische Zertifizierung für besonders schöne, alte, malerische, historische Stadtkerne. Der Altstadt auf der Piazza San Nicola entstand der elegante Palazzo Comi, der das Heim der gleichnamigen Familie war. Die Comi waren als reiche Wohltäter bekannt und hatten verschiedene Besitzungen im ganzen Salento. Es handelt sich um einen alten zweistöckigen Palast, der 1755 als Erweiterung der vorherigen Gebäude des 15. Jahrhunderts erbaut wurde. Man bemerkt die Eleganz und die Pracht des Palazzo Comi schon von der im klassischen Stil reich dekorierten Fassade, die auch die Besonderheiten der Architektur des 18. Jahrhunderts widerspiegelt. Ein Doppelbogen, der von zwei Bossenwerksäulen aus Tuffstein getragen wird, fällt wegen seiner Pracht ins Auge. Er geht aufs 18. Jahrhundert zurück und in der Mitte schwebt ein Engel. Hier haben Steinmetze und Künstler des 18. Jahrhunderts den Palazzo mit großer Geschichtlichkeit mit Blumenmustern verziert. Der öffentliche Brunnen von Corigliano stammt aus der Zeit des Faschismus. Er ist ein beeindruckendes Denkmal, in dem sich die prunkvollen Eigenschaften der griechischen Kunst mit Schlichtheit der faschistischen Architektur mischen. In der Mitte einer schlichten Marmorwanne steht eine mit auserlesenem erhabenen Relief dekorierte Säule. Ein großes Marmorgefäß oben stützt die wunderschöne Statue der Göttin Minerva, welche einen Kelch in den Himmel streckt, als ob sie die Götter ehren will. Er wurde von dem salentinischen Künstler Nino Sissini hergestellt. Seine Inspirationsquelle war seine damals erst 13-jährige jüngste Schwester Gina Sissini. Die charakteristischste Sehenswürdigkeit der Ortschaft ist sicherlich der Uhrenturm. Er wurde im Jahr 1644 wiederaufgebaut und im Jahr 1770 modifiziert. Man weiß noch nicht genau, wann die allererste Turmversion gebaut wurde. Vom Wiederaufbau und die bauliche Veränderung hingegen weiß man durch die lateinischen Einmeißelungen in der zweiten Ordnung des Turms. Nach der örtlichen Überlieferung würde diese Uhr im Jahre 1536
den Türken weggenommen, nachdem die Befreiung der Ortschaft von türkischer Besetzung dank Giorgio De Monti erfolgte. Unter den meisten Sehenswürdigkeiten gibt es im historischen Zentrum den Lucchetti-Bogen. Eine alte Nachricht wurde in zwei verschiedenen Sprachen in Stein gehauen, das heißt auf Latein und einer orientalischen Sprache, um an künftige Generationen weitergegeben zu werden. An der linken Seite des Bogens bemerkt man einen Hund mit einem Ehering im Maul. Er stellt die eheliche Treue dar. Darüber steht ein großer Stern, der das gute Omen der Ehe darstellt und auf die moralischen Grundsätze für ein glückliches Leben verweist. Das Strahlen des Sterns wird aber durch die ständige Anwesenheit des Bösen verdunkelt. Ein von einer Prinzessin an der Leine gehaltener Drache wird von heiligem Georg zu Pferd unter Kontrolle gehalten. Selbst an der rechten Seite des Bogens wird dieselbe Nachricht durch Bezüge aus der orientalischen Kultur vertreten. Hier stellen zwei Gänse Mann und Frau dar, während sie aus demselben Kelch trinken. Anstelle des Hundes, wie links, steht rechts im Bogen eine Henne, welche dieselbe metaphorische Bedeutung des Hundes hat. Ein Feigenbaum symbolisiert den Baum des Lebens. Auf dem unteren Teil des Bogens vertritt eine Engelsprozession einen Trauzug. Das Jenseits wurde durch ein Bild des Erzengels Michael und das Symbol eines Krebses dargestellt. Die De Monti-Festung wird vom Kunstkritiker Bacile di Castiglione als das schönste Denkmal der militärischen und feudalen Architektur vom Anfang des 16. Jahrhunderts im Salento betrachtet. Sie ist eine der wenigen militärischen Festungen des Salentos, bei dem man noch den ursprünglichen Graben bewundern kann. Die Festung stammt aus dem Mittelalter und wurde zwischen 1514 und 1519 auf Wunsch von Giovanni Battista de Monti mit lokalen Handwerken komplett renoviert und erneuert. Er glich die ursprüngliche Festung der Anjou-Dynastie an die neuen Kriegsanforderungen durch modernere Kriegstechnik an. The Castle of Corigliano d'Otranto is the concrete example of the shift from square towers to round towers. Die Festung von Corigliano d'Otranto war ehemals ein sehr geschützter und sicherer Ort. Das bemerkt man an den zahlreichen geschützten Schächten zu Verteidigungszwecken entlang der Festungsmauer. Als die Festung nicht mehr den ursprünglichen Verteidigungszwecken diente, entschied der Herzog Francesco Trane 1662, sie zu restaurieren. Eine neue Fassade wurde gebaut, die mit allegorischen Statuen, Inschriften, Leitsprüchen und Büsten von bedeutenden Persönlichkeiten der Vergangenheit verschönert wurde. In der Mitte ließ er eine Statue mit seinem Bildnis errichten, die mit den allegorischen Statuen der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit umgeben sind. Caporta stammt aus dem Griechischen Kau und Tor und heißt Tor des Südens.
Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Festung und ist einer der Zugänge zum historischen Zentrum. Ehemals schützte es zusammen mit den Wehrmauern das Zentrum vor möglichen Angriffen. Das Tor Caporta hat eine schlichte Architektur und ist mit einem Gesims verziert, oberhalb dessen zwei Figuren seitlich das Stadt- und das Adelswappen von Giovanni Battista de Monti stützten. Oben steht die ehemals gut lesbare Aufschrift Invidia in opia fa, das heißt, der Neid führt zur Verarmung, die den Besuchern noch heute empfiehlt, nicht auf die Wehrmauern und die Stadt neidisch zu sein. Die Pfarrkirche Heiliges Nikolaus von Myra geht auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, genau gesagt auf das Jahr 1573 zurück, wie es auf dem Eingangsportal angegeben ist. Ihr Glockenturm ist in drei Ordnungen geteilt und geht auf das Jahr 1465 zurück. Er wurde erst später Bestandteil der Kirche. An den Ecken sieht man vier Löwen. Sie übernehmen den Wachdienst und symbolisieren die Volksmacht. Die Pfarrkirche steht erhöht. Das Geländer aus Leccesa Tuffstein wurde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts produziert. Die Kirche hat den Grundriss eines lateinischen Kreuzes mit drei von Säulen geteilte und gestützte Kirchenschiffen. Die Gebäudedecke des Hauptgangs ist mit Fugenbänder und Blätter dekoriert. Was besondererweise ins Auge fällt, ist der Mosaikboden, der im Jahr 1877 von dem Künstler Maselli aus Cutrofiano nach dem Vorbild der Kathedrale von Otranto gefertigt wurde. Im Herzen von Corigliano, entlang der Moncenisio-Straße in einem kleinen Park, kann man einen der faszinierendsten Baumarten des ganzen bäuerlichen Salentos sehen, die Vallonea-Eiche. Sie gehört zur Familie der Buchengewächse, wie die Buche und die Kastanie. Sie ist ca. 15 Meter hoch und ihre Baumkrone hat sogar einen Durchmesser von 20 Metern. Die Vallonea-Eiche, der lateinische Name ist Quercus itaburensis, stammt aus dem Mittleren Osten und kann heute nur noch im Salento bewundert werden. Sie wurde in der Vergangenheit fast als ein heiliger Baum betrachtet. Sie stellt ein Denkmal der Natur und der Schönheit dar und war sehr wichtig ihrer Geschichte wegen und wegen der örtlichen Wirtschaft. Aus den großen Eichen wurden nämlich die Tannine gewonnen, eine Chemikalie, die nützlich für die Erstellung von Leder ist und ehemals in Salento sehr bekannt war. Die Zisternen, durchschnittlich zwischen 3 und 6 Meter tief, waren alte landwirtschaftlich praktische und umweltfreundliche Artefakte, die fürs Auffangen von Regenwasser genutzt wurden. Sie wurden in einer Senkung gebaut,
Das durchlässige Erdreich wurde mit Natursteinen mit der Aufbautechnik der sogenannten Pajare der Runden beschichtet. Die Steine wurden in konzentrischen Kreisen angeordnet und sie bildeten immer kleinere Kreisumfänge, die aufeinander gestapelt wurden. Das bildete eine Art Gewölbe, deren Öffnung im Griechischen Vokale genannt wurde. Die Öffnung wurde von einem Block geschützt, in das ein Loch, Vera genannt, gemeißelt wurde. Daraus wurde das Wasser aus dem Untergrund gezogen. Die Murica-Senke von Corigliano d'Otranto war ein Ort, wo die Natur sich ehemals unberührt und sehr faszinierend zeigte. Diese Senken wurden im Laufe der Zeit vom Regenwasser gegraben. Periodisch füllen sie sich mit Regenwasser, das kleine natürliche Seen bildet, die reich an Flora und Fauna sind.